Und meine Sohn ist auch Christus, der ein halbes Jahr Zulassung hat. T4. Tefe, wie hast du überhaupt Himmelfahrt überstanden? Es war so ganz richtig wie in Familie. Die Gudrun war für Kaffee und Kuchen zuständig, denn backen kann sie ganz hervorragend. Der Friedensfahrtssieger und Weltmeister braucht nicht vorgestellt zu werden, weil jeder Tefe kennt und Tefe kennt alle. Noch ein paar kleine terminliche Abstimmungen und dann ist es auch gleich soweit, dass der Landtagspräsident in Ruhe oder sagt man lieber außer Dienst mit seiner Frau kommt und sich bei Kaffee und Kuchen und anschließendem Rundgang durch das Friedensfahrtsmuseum über die neuesten Errungenschaften zu informieren. Was ist denn mit dem Tefe los, wenn der jetzt so krank ist? Nein, Frau Schöning, bleiben Sie mal ganz ruhig, sage ich, Frau Schöning. Richtig. Ich rufe an, irgendwann treffe ich den Tefe und dann gebe ich Entwarnung, sage ich, dass der Termin fällt nicht ins Wasser. So, das war jetzt das. Es gibt viele Termine. Einen nach dem anderen. Wir haben dann am 11. Juni. Fast jeden Tag einen Termin, auch auf Geburtstage und an die denken wir schon dergleichen, weißt du? So, ja. Und wir beide hatten, du hattest angerufen und am 11. Juni die Gruppe der, die Parteigruppe. Südfriedhof, ja. Ambler, 13 Uhr. Jawohl. Ja, heute früh schon weiter und angerufen, der Walter, Mensch. Ich war am Sonntag. Wenn du Hilfe brauchst, lass es mich wissen, weißt du? Am Sonntag war ich bei ihr zu Hause. Ja. Ist ja. Was brauchst du? Hast du einen Pokal gebraucht oder was? Ich habe komplett jedes Jahr mehrmals besucht. Hast du vielleicht deine Kamera wieder an? Das möchte sein. Immer hier, der bin doch der Ede. Ja, Tefe. Das war Freddy Lente. Das ist uns eine heilige Pflicht, wenn der Freddy Lente hier anreist, verstehst du? Da wird Kuchen gebacken. Für Freund machen wir das, Tefe. Gratuliere. Ja. Den haben wir gut hingekriegt. Für Adi. Den haben wir gut hingekriegt. Ja. Ich bringe von den Beinen rum. Ne? Du, das war ja ein schöner Geburtstag. Ja? Das war ja. Sagen wir mal, Roland Ilde, der Präsident kann da hier rauf, kann da hier rauffahren. Das ist doch alles gut. Du, Gustav, das ist in Ordnung, dass der Dieter dort steht, weil da ist unsere Ansicht. So ist es, wird man nicht verschandeln. Mit dem bist du mit dem Fahrrad hier? Das hat Schäfer sich machen lassen. Ja? Das ist ein schönes Fahrrad. Ja. Das habe ich mir nicht machen lassen, das haben mir Freunde geschenkt. Ja. Welche Freunde waren das? Aus dem Erzgebirge. Ja? Ja. Mhm. Schön. Wo kriegst du deine Pedale her? Das sind ja. Jedoch zunächst erst einmal wird die steile Wand von Mirane. Eine Abbildung befindet sich an der Hauswand des Friedensfahrtsmuseums besichtigt. Also ein abgespannte Ding von heute los, die scheinen wieder Dinge hinten rum. Die ganze Kolonne. Wenn immer laut ist, dann vorne. Tefe, du sollst hier mal bitte nach vorne kommen, der Bundespräsident will dir ein Dach sagen. Das ist so niedlich, ist so schön. Ich meine Carbonmaschine hoch, macht ein Blatt ich durch. Schau vorne an den Bauwagen, guck dir eigentlich wacker. Ja, und dann stand mir dabei, dann kam er rein, er sagte, da guten Tag, dann kam er hier an zu mir, und ich sage, da muss ich den Hut abnehmen, mein Helm abgenommen, macht er diesen hier. Dann sagt er, ich habe auch nicht viel mehr drauf. Da haben wir ihn bei in denen, ja. Ich habe kennengelernt einen Professor aus Dresden und einen Taxiunternehmer in Iran, die beten Weiber. Die haben gesammelt und haben diese Wand eingereicht, weil sie kennen diesen Tasso dort. Ja. Der ist in Mirane zu Hause und der macht solche Sachen.
Ah, ja. Im Übrigen bei uns im Biederitz drüben, ja, hat einer das Haus von diesem Kassobesprühler. Ja. Herrlich. Ja, ja. Piet Metze, doch super. Das, das ist wunderschön, ja? Ja, das ist wunderschön. Du, da ist ja, sind ja alle drauf, die... Aber ich meine, dieser... Ich muss mal den Hof fragen, der verblasst doch der Hintergrund. Ja, ja, so ein bisschen. Vielleicht war da durch die Abgase von den Autos. Wie wird das gewesen sein? Wenn der mit einem Trabi da hochhaut, oder? Natürlich. Das war ja ein schönes Ding, die Steine. Relevant, ja? Ja, weil du kommst hier um die Ecke und dann fährst du ja dann gleich so mehr oder weniger im rechten Winkel hoch. Und fällt ab die Straße, weißt du? Wenn du kommst um die Ecke, dann fällt nicht so leicht. Ja, ja. Und dadurch wirkt das so gewandt. Ja, 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 ja. Aber die ist ohnehin immer schön stabil gewesen, ja. Die Wand. Ich meine, gut, wenn du heute siehst, wenn die da durch die Alpen da hauen, da auf die Jösse hoch. Warst du da oben mal? Bist du immer hochgefahren? Ich war hier oben. Warst du oben, ja. Ja. Da war auch ich kann schon lange erzählen. Ich mach hier, der Mensch, der immer so geschlenkert hat beim Ziel. Abdu-Schabarow. Nein, das sind ja nur die Sieger. Ach, das sind nur Sieger. Und die Mehrfachsieger nur einmal genannt, weil das Museum einfach so niedrig ist. Sonst hätten wir das auf der Giebelwand nicht gemacht. Ja, aber ja. Weil der wir jetzt Schabarow hat nie gewonnen. Der hat die Friedensfahrt nie gewonnen. Nee, insgesamt nicht gewonnen. Der hat mal eine Etappe gewonnen. Ja, weil die Etappensieger können wir ja nicht einfach bringen. Der hat ja einen ekelhaften Sport gefahren. Immer, ja. Schlenkert immer so. Für den, der hinterher. Ja. Fahren die heute auch. Vor allem, was die heute machen, war ja bei uns damals verboten. Die hätten gleich bestraft. Nach dem Ziel gleich die Hände, Arme breit und hoch. Wird doch erstmal ein Hund oder was kommen. Ja, ja, klar. Alles von hinten auf die Schnauze. Ja, ja. Der hat auf der Ehestraße der Abdu-Schabarow gewonnen, wo die Friedensfahrt-Etappe macht. Die war vor jetzt, wo heute Staatskanzler ist, sagen wir mal, ein Etappenziel. Warum nicht im Grubischer, weiß ich nicht mehr. Ich denke, kannst du dich nicht erinnern? Wir waren jedes Mal dabei und ich glaube aber, der ist weiter geworden. Uwe Raab hat gewonnen. Uwe Raab hat gewonnen. Ich kam ja schon ein Uwe runter. Die Spitzkehre. Keplerstraße hoch und dann. Eben sieht alles anders aus. Hallo. Zum nächsten Termin. Ja, so, es ist ja nicht schlecht von der Wasser da. Wo wir waren hingefahren, wo das kleine Raststätte da ist. Also ich mache mal 65, das ist schon etwas länger her. Und er war 18 Jahre, als er hier der Jugendmeister wurde und später war dann aber mit Radfahren nicht mehr viel. Beruf und was weiß ich, der hat bei Tempel und Otto gearbeitet dann und war anschließend dann noch Gastwirt in Magdeburg. Das war die Kneipe, da die Fischgaststätte da war. Fischerufer? Wie bitte? Fischerufer? Ja, am Fischerufer, da hat er mal. Und am Hasselbachplatz war er auch mal der Vater. Gaststättenvater. Ja, und im Grunde genommen war er immer mit Gaststätten in Ballenstedt. Da haben wir dann und anschließend war er noch. Rentner gegenüber vom Gewerkschaftshaus. Ah, das ist ja. Das aber was habt ihr denn da für einen? Gleich! War die in Magdeburg oder wo waren die? Das ist in Magdeburg. Herr Kuhler, der war nur gar nicht so klein. Hallo, den ist ja schon auf dem. Weil hier haben wir nämlich. Wahrscheinlich. Ich weiß, ob das ein Bomben ist. Da traue ich, der Bomben ist. Könnte sein. Also, wenn das künstlerische Neukreation in Schweinedeutsch. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist wahrscheinlich.
doch noch in der Mann so viele Trinkgänger und keine Sau sind so viel geworden, es ist Gott sei Dank niemals und haben wir unterhalten. Ich habe noch gesehen, wir fahren rein mit der Nummer 1 am 13. April. Aber nur für mich gemacht, Ja, kleiner gewesen sein, ja? Ja, wir sind hier die erste Zeitfahrmaschine. Ja, das müssen wir unsere Mechaniker gebaut haben. Das muss ich alles finden. Oben hier nicht in Bügel und dann. Ja, ja, so, ja, also, ja, hier oben fehlt auch die Lagerung innen drin. Ja, ich war vor, dass man eine angehängt hat. Die Gebäude sind angefertigt, die alles auf Leicht gemacht. Und vor allen Dingen, wenn man sich auskennt, ja? Der Rahmen ist nur mit Silber gefüllt. Keine Muffen, nur mit Silber. Stell dir mal vor, haben die damals gebaut. Kochling in Leipzig. Wo der Mechaniker, der das nicht gebracht hat. Und dann schwimmen die hier vorne. Also hier, was? Das ist so jetzt für 50er Jahre, ja, die Maschinen. Die? Oder sind 60? Oder schon? 60. Die müssen so den Plan schon. Ich dann in meiner Zeit noch nicht. Die normale Straßenmaschine auf der Bahn gefahren. Die kam dann später auf jeder Art hier von der Zeitfahrmaschine. Die hat dann ja verschiedene Ausführungen. Die haben wir jetzt hier eben da Wohnmaschinen. Damals gebaut. Die haben aber oben. In Berlin, ja. Aber erstaunlich ist, was die schon in den 30er Jahren damals vier Mann für die Italien kommt. Die haben es gemacht. Ja, was ist das? Die in der Schauer, die Debatte auch wieder. Die Iraner da haben die eigentlich so etwas gemacht. Ich habe mal ganz dicht an den Aufwand. Und Alfons
hat gesagt, also Horst, du kannst ab sofort sagen, auf dem Rad haben sowohl Jens Vogt als auch Herr Ulrich gesessen. Ja, ja. Ach, ja, ja. Also das Kindermann der Mechanik. Ja. So, der hat mit der Haule hatte sich angemeldet. Ja. Mit dem teuren Modell. Dann haben wir jetzt getauscht. Ja, das ist etwas, mein Schwimmer. Das hat uns Steven also überlassen. Und das ist also nicht gestattet, damit zu fahren, ob wir eine Medaille dran wäre mit der Kette. Weil das Material ist noch nicht geprüft und könnte irgendwo eine Materialschwäche haben. Na gut, klar ist. Ja. Weil Stevens. Das ist auch Kaffee, ja. Und wie viel wiegt das Ding? Wie viel wiegt das Ding? Leicht? Ja. Na, also, ich wollte eben so doll noch mal zeigen, mein lieber Horst, dass der doll noch was vom Beispiel ist. Oh, das ist ja. Das ist gerade vor 4 Monaten. Wie viel wiegt denn das? 3 Kilo? Knapp 6 Kilo. Das ist doch. Man glaubt es nicht, aber wir haben es dann gewogen, damit wir nichts falsch machen. Und dann war besonders diese Gabel hier. Als ja, die Ingenieure von Diamant kam, haben uns die Gabel. Ja, das habe ich. Über diese schlanken Gabelscheiben hier ja. Werden die Schwingungen abgebaut über diesen geschmiedeten Gabelkopf ja. Bis ins Gabelschaft. Aber die längst haltende Gabel in Diamant, ja. Und wir hatten ja, die können doch nicht halten, die geht. Aber das ist schon so. So, wenn wir mal weiter rumgehen, Leute. Horst, wir wollen mal hier mal zeigen, was wesentlich ist. Zu dem, was. Wunderschöne Gabel, guck mal, ja? Sieht man ja, 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 ja. Super. Ovale Gabel. Das schwankt uns, ja. Die hat ein gutes Material damals schon. Das hat natürlich hier noch Stahlpedal. Nicht gut, die hat aber schon Duralpedal. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, was mir immer so imponiert war, dass Lehrlinge auch produziert haben. Ja. Was wir sagen. Das ist ja. Du faltest das mal aus einem Stück.
Und der Vakuum im Körper der Inneren, wenn der gefüllt war mit Tee oder mit Hafersalbe, ein bisschen über Schlagloch gefahren, dann ist das eingebrochen. Da kamen die Kumpels, weil wir uns immer beschwert haben, der Trainer, Mensch, die Halbbullen heilig geworden. Ja. Für Frühjahrstraining, wir waren nach dem Ausland, kamen wir nicht, wir hatten keine Devisen. Im Frühjahr brauchten wir seine Bullen. Ja, wir waren ja immer Autobegleitung, war auch nicht da. Also wir mussten ziemlich unabhängig sein. Und dann haben die uns diese Bullen gebaut. Aha. Dann haben die den inneren Körper noch über 5 Anlockungen, haben die den stabiler gemacht, aber uns war eingeschärft. Wenn mal trotzdem eine Bulle einbricht, ein Kanaldeckel oder ein Schlagloch, dann wird die Bulle weggeschmissen. Jetzt passiert mal in Bonner beim Friedensvorbereitungsrennen, wo ist meine Bulle ein? Ich lasse bei die Gosse so langsam reinrutschen. Da kam ja 14 Tage später ein Anruf aus der Bevölkerung, Feldstäbe Magdeburg, ob wir es erlauben können, wenn das Material ausgezogen ist, ungefähr aus einfach wegschmeißen. Den teuren Material wegschmeißen. Das war klar, dass er gesagt, wenn ihr mal stürzt und der Glasinhalt kommt raus, andere fallen rein, da wäre ein riesen Ärger programmiert. Und dann hat mich immer, als noch die Grenze offen war, ein Freiberger besucht aus Köln. Schloss und Schlüssel Freiberger Köln hieß der. Mhm. Und der wollte ein Erinnerungsstück haben. Da habe ich dem so eine Pulle vermacht. Aber die waren ziemlich, ich sehe die ja nicht, so eine zerkratzte Pulle. Und vor etwa 5 Jahren oder noch länger, da ist die nicht. Das ist die nicht. Ich war zerkratzt. Hier ist sie mich so beugelt. Ach doch, hier steht Hefe doch. Also, Horst, da hast du recht, das müsste sein. Ja, ja. Und da habe ich dem die Pulle geschenkt. Und vor ungefähr 5-6 Jahren war Horst. Ja, so lange ist das schon her. Da kriege ich einen Brief von deiner Frau, ihr Mann wäre verstorben, ob ich wäre, dass ich die Pulle nehme. Hat mir die Pulle wieder geschenkt. Du kannst alleine zu einer solchen Pulle so eine Menge erzählen. Ja, wunderschöne Sachen, Kapitlampen kennt ihr alle, habt ihr gehört. Ja. Aber das ist kein Kapitlampe. Das ist eine Petroleum-Fahrradlampe. Ach so, die sind schon. Ja, und das sind dann immer die schönen Geschichten. Eine Besuchergruppe aus Schönebeck ist da und die Leute gehen alle in den Nebenraum. Eine Besucherin wartet, gibt mir eine Plastiktüte und sagt, Herr Schäfer, das möchte ich dem Museum schenken. Ja. Wenn alle wieder da sind, dann sage ich das und bedanke mich. Nein, wie heißen Sie? Nein, ich möchte Ihnen geben, geht alles nicht zur Sache. Ja. Und ist ein ganz wertvolles Exponat. Du das. Aber sag mal, das kann man ja hier. Habt ihr das mal so ein bisschen schätzen lassen, was das für ein Wert ist? Wenn wir ein Vereinsmitglied hätten, die hier kämen. Historische Dinge, die ist noch schicker da unten, die da läuft. Ja, aber das sind die Kapitlampen. Das sind die gibt es ja doch häufiger als diese Petroleum-Fahrradlampen. Ja, ja, ja. Das müsste ja die. Die Höhe, dass sie unter geschützt haben. Ja, wir haben, als wir die Police gemacht haben, haben wir mal geschützt. Ja. Ach, schön. Du, da guck mal, 51. Das ist eine tolle Maschine schon mal, ja? Die hier kann ich dir nicht sagen, das ist eine, wie soll ich sagen, ein Nachbau. Das ist hier sitzt eine Gabel vor dem Horst. Das ist eine verrückte Geschichte. Der Willy Binder, der Berliner Radfahrer, hat für seinen Vater, um den Ehren zu halten, dieses Rad zu restaurieren lassen. Damit wir immer von Otto Binder sprechen, der in den 50er Jahren in Berlin ein guter Rennfahrer war. Was ich meine, ist dieser Doppelplattenkopf. Sowas hat Dürrenkopf mal gebaut. So ein Doppelplattenkopf, weißt du? Dürrenkopf, eine weitere Zahl. Das hat mein Bimbo-Binder nichts zu tun. Ob das ein Dürrenkopf-Rahmen ist, da muss man schon Experten haben, die das einschätzen können, aber die haben auch da. Aber das war ein Geschenk für seinen Vater. Ja, Sohn Willi. Wir sind so Freunde. Das ist mal ein guter Gedanke. Okay, also, wir reden das. So, und der Sohn möchte doch diese Schenkung des Rades, das in dem Museum an seinen Vater gedacht wird. Ja, das ist so schön. So, und er hat dann praktisch die Rennstrecke, die einzelne Durchfahrt, der Herren von 51. So, das ist natürlich nicht so glücklich für dieses Rad. Aber wenn wir es jetzt als Erinnerungsstück, den Herren von 51 betrachten, dann ist alles gut. Ja.
dann ist alles gut, weil, und das Dolle, der Sohn, der Otto, der ist jetzt dabei, er kennt jemanden, einen alten Tischler, dessen Vater war auch Tischler und der hat noch die Holzfelgen verbaut. Ja, eine Holzfelgen gefahren. Den Mann, der ihr geholfen hat, hier über weite Strecken, das ist so verrückter, Pfarrer Delti. Der hat überall mit uns zu Schrotthaufen gefällt. Der hat so eine seltene Materialien gefunden. Und in der vorherigen Kaserne, das ist kein reines Friedensfahrtmuseum, das ist also ein Radrennsportmuseum. Ein Radsportmuseum Costella Baby ist im Augenblick. Richtig mit. Radsportmuseum. Wir hatten die Ausstellung. Wenn nicht was dagegen wäre, wäre das ja auch sicherlich nicht so in der. Ja. Da haben die mir auch für die Bewährung gespendet, weißt du? 5 Euro, nochmal 5 Euro Mark. Das ist doch so eine Ehre für mich. Also Herr Krüger, Dankeschön. Ja. Herr Ilse, Film ab. Klappe, Klappe. Die erste. Und wurde denn der Kranz auch umgehängt? Ja, mal ran. Jawohl. Und dann auf dem Rennrad 1963. Ach, du konntest ja damals schon nicht freihändig fahren. Ja. Nee, das war ja dann, das war die Ankunft war ja in Blankenburg im Stadion. Und dann hat es ja dann eine Siegerrunde gegeben. Das war jung. Das ist immer eine tolle Sache. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war aber mal Leute. Naja, und das ist egal, das ist Geschichte. Und das vergisst man nie wieder. Und das ist eine tolle Twitter. Was ist das für eine Firma? Das kommt aus Loburg, ja. Echt? Ja, Loburg. Aus Loburg? Wieso das ist Loburg? Ja, das ist ein Damenrad. Ja, aber Großmutter mit der Dame. Ja, das war ehemals eine Gestattung. Das ist der französische Erfinder. Der Alte hat ja bei ihm von IFA übernommen nach der Wende. Der war sein Bäcker. 8 Jahre in den USA. Er hat den geschossen. Die zwei Firmen hat jemand, der ist jetzt zurück. Jetzt ist er umgezogen. Ich werde mal mit beiden mal herkommen. Felix und sein Vater. Ich muss jetzt mal eins loslegen. Wenn man meint, es wird besonders schwierig und ja, kurz davor, Sandro, so ja, von das ehemal, wie unser Friedensverbund, ihr habt immer gesagt, da kommt ein. Also das ist doch cool, was mir imponiert hat, wir wollen jetzt nachhaltig, was wir haben. Ich würde Sie natürlich nicht bei der Friedensfahrt in Magdeburg. Wer war das, der da mit dem Darmfahrt drin gefahren kam? Der von Taylor. Ja, das war in Görlitz. Das ist mehrmals vorgekommen, dass ein Fahrer dem ist mal hier passiert. Und wir hatten das in Magdeburg 1972. Das vom Ziel, da ist ein schottischer Rennfahrer so sehr kaputt gegangen. Die Materialwagen, die sind schon nach vorn gefahren, weil Magdeburg nicht mehr weit war. Und der Sandy Gilchrist, so hieß dieser Rennfahrer, stand nun mit dem kaputten Rad hilflos da. Und Holger Trenk, ein Junge aus Biederitz, der sah das. Und das Schöne war, der hatte früh die kleine Friedensfahrt in Biederitz gewonnen. Und zeigt ihm sein Rad, in 26 haben wir es nicht, sagt, hier, nimm. So, spontan greift der Rennfahrer zu, weil er wusste ja irgendwie weiterkommen. So, hätte auch laufen können. Und ist dann unter dem Jubel der Zuschauer im Stadion reingefahren. Der Junge wurde von der englischen Mannschaft auch ins Stadion gebracht, wurde entsprechend gewürdigt, hat am Abend mit am Tisch der Engländer gesessen und wurde dann wieder nach Bühne zurückgebracht. Schön. Diese Geschichte hatten wir gelesen und 2007 war der schottische Rennfahrer hier in Kleinmühlingen und auch der Junge von damals. Nein, das ist ja toll. Und die haben sich dann hier getroffen. Das war eine rührende Angelegenheit. Die lagen sich doch wieder in den Arm. Und das ist ja eine Geschichte, in das Leben. Deswegen gibt es das Friedensfahrtmuseum. Gegen seine uneigennützige Hilfe einfach ohne Hilfe.
genommen. Was das für Spezialisten waren. Ja, und das hat er eben damals nicht aufgenommen. Leute, noch nicht klar, wie wir kommen wir mal, weil einige wissen ja nicht, wie dieses Haus entstanden ist. So sieht es heute aus, aber im Winter 2004, 2005, da hat an der Stelle, als an der Straße, noch dieser alte Schuppen gestanden. Und rechts daneben das Wohnhaus, wie man sieht, schon ewig nicht mehr bewohnt. Und weil das direkt neben dieser Ausstellung war, haben wir gesagt, wenn, dann bauen wir hier neu. Wir haben nur zwei Probleme gehabt. Das Grundstück hat uns nicht gehört und Geld hatten wir auch keins. Aber wir haben angefangen. Ja, so sollte man so. So, ein holländischer Bauer aus Nachbarort Großmühlingen hat unentgeltlich Gebäude abgerissen und den schon weggefahren. Sportfreunde haben geholfen. Jetzt sind Klaus Krüger unter anderem auch dabei, die Grundsteinlegung vorzubereiten. Das ist der Herr Krüger, Herr Zabel, der Polier und der Architekt. Als nächstes der Unterfahrer. So, ja. Ganz wichtig, die kleinen Friedensfahrer, weil das, was wir tun, machen wir für heute und für morgen. Genau. Ja, das, was war, können wir aufbewahren. So, Detlef Zabel, Lothar Meister 2. Wieder auf der Baustelle. Und jetzt kommen einige Bilder von den Bauarbeitern. Und das ist deswegen für uns sehr, sehr wichtig, weil das sind keine Angehörigen irgendeines Baubetriebes, sondern das sind alles gestandene Männer, Rentner, die uns versprachen, wir helfen, bis das Museum fertig ist. Ganz wichtig, nicht nur mal, wir kommen mal, sondern die Kerle, die haben 2,5 Jahre, 3 Jahre hier gearbeitet und haben mit ihren Händen, sei ein Händeglas, über 100.000 Euro Wert geschaffen. Ja, so, weil sonst würde das Ding davor nicht stehen. Ja. So, und Käthe ist immer vorbeigekommen als Motivator, wie hier, hat er eine kleine Flasche Fruchtsaft dabei. Ja, so. Eva hat öfters einen ausgegeben, nicht nur einen. Und jetzt kommt nur noch das Bild, so, jetzt sind wir gleich beim Richtfest. Was ganz toll war, wir haben wirklich immer bei schönem Wetter gearbeitet. Ja. Der Zimmermannsmeister kam aus Berlin, den hatte ich beim 6-Tage-Rennen getroffen. Der hat gesagt, du, ich habe gehört, ihr habt da so ein Projekt vor, ich möchte gern helfen. Ich habe die Qualifikation. Jetzt liegt ein Teil der Regale, ja, aus Berlin, aus Schönebeck, aus Magdeburg. Aus Magdeburg, Kleinmühlingen, das ist der Arno aus Strausberg bei Berlin. Hier fehlen noch 4 Kleinmühlinger, der Gerd Barwinski aus Magdeburg. Und die Leute, die haben das Ding gebaut. Zum Richtfest, die Fahnen der 3 Veranstalterländer geflaggt. Käfer Schur schlägt den letzten Nagel ein. Ja. Karl-Heinz Behr ist dabei. Zu dem Lied Kleine Weiße Friedenstaube wird der Richtkranz nach oben gezogen. Elisabeth Eichholz, Wolfgang Besemann und das ist Klaus Krüger. So, die Rückseite des Gebäudes, hier sehen wir die Stahlkonstruktion, die das Neue mit dem alten Museum verbindet. Und jetzt über 1000 Leute freuen sich mit uns, dass wir das geschafft haben. Bei Mühlingen hat 590 Einwohner. Und da freuen wir uns alle. Hier hinten steht Herr Steinecke. Wir müssen die Leute dabei. Das war interessant. Sehr interessant. Frau Steinecke, Sie kriegen noch ein Heftchen mit. Weil wir sind ja noch lange nicht fertig. Aber kommt ihr noch mal wieder? Natürlich. Dann kann es ja noch was werden. Wo ist das denn hier? Da waren wir nämlich gestern.
Steve, wie sind denn so die Gefühle, wenn du so an erster Position bei der Friedensfahrt in so ein Stadion reingefahren bist und die Massen haben alle geschrien? Kriegst du das überhaupt mit in den Moment? Nein, wenn man also, so wie ich damals im Bruno-Plache-Stadion seine erste Etappe gewinnt. Und die Massen, die fangen an zu brüllen in ihrer Begeisterung. Dann ist man eigentlich, kriegt man regelrechten Schreck. Man kann noch mal, man verliert einen Schmerz und fährt noch mal richtig drauf einen Sprung. Und dann steht man auf dem Siegerpodest. Und das Glück habe ich gehabt. Und ich hatte am rechten Oberschenkel, ich hatte unter rechten Oberschenkel. Eine riesen Blätter, eine große Abschürfung. Abgedeckt mit einer großen Muldenbinde. Und da schrieb mir eine junge Frau später mal, dass sie geweint hätten dort, als sie mich gesehen haben, dort als in den Helden auf dem Podest stehen. Das hat mich alles gemacht. Das sind Dinge, also, die einen heute noch berühren, wenn man daran denkt, dass die Menschen so mit dem Herzen dabei waren. Und hier also haben wir eine Mütze für einen Mann, der auch an der Friedensfahrt bzw. in dem Stadion in Probstheider-Peider stand und gebrüllt hat. Dieser Mann, wie heißt er? Der Achim ist das. Der Achim. Der Achim. Achim. Achim in Gera. Ja. Achim, für dich, dein Freund, hat diese Mütze hier angekauft. Ein Autogramm ist schon drauf, mit besten Wünschen. Alles Gute, als kleine Entschädigung für deine überlastete Stimme dort oben im Lagerstadion zu meinem ersten Etappen. Danke, Theo. Ja, alles klar. Ja, Dieter. Oh, schieb doch mal in die Hand! Oh Gott! Das war wie bei TF im Fernsehen. Also, das war ja nur... Das war jetzt gegen eine Wand fahren.